Die stationsäquivalente Behandlung ermöglicht die gesamte Therapie zu Hause. Die stationsäquivalente Behandlung ist eine Methode, die wir erst seit einem kurzen Zeitraum haben. Da werden schwer erkrankte Patienten so wie in der Klinik, wie auf deiner Station behandelt mit einem Team. Aber die gesamte Behandlung findet zu Hause statt. Es handelt sich da um Patienten, die aus bestimmten Gründen nicht in der Klinik behandelt werden können. Die stationsäquivalente Behandlung wird bei schweren Depressionen zum Beispiel am häufigsten eingesetzt bei uns. Zum Beispiel bei Wochenbettdepressionen, bei zu pflegenden Angehörigen mit im Haushalt, bei kleinen Kindern, Schulkindern mit im Haushalt lebend oder auch Haustiere. Das sind schon Gründe, um auch diese Behandlungsform zu wählen. Die stationsäquivalente Behandlung hat den Vorteil, dass die Behandler einerseits auch sehen, wie der Patient lebt, auch noch ein eigenes Bild davon bekommt, was dazu beigetragen haben kann, dass es dem Patienten jetzt so schlecht geht. Und er kann sozusagen weiter seinen Alltagsaufgaben nachkommen, der Patient. Er muss sich nicht Sorgen machen, wie die Kinder versorgt werden, wie die zu pflegenden Angehörigen versorgt sind oder wie ein Säugling versorgt wird, ja, durch den Patienten selbst. Und der weitere Vorteil ist auch, bei meisten Erkrankungen liegt auch so ein sozialer Rückzug vor. Das heißt, ein Teil der Behandlung besteht auch darin, die Lebensqualität wiederherzustellen, also wieder zu Aktivitäten zu führen, die im Umfeld möglich wären, die vielleicht noch nie wahrgenommen wurden. Und wir haben damit sozusagen einen sehr guten Behandlungserfolg. Das Team besucht den Patienten jeden Tag. Das heißt, das Team besteht aus Krankenschwestern, aus einem Sozialarbeiter, Psychologen, Ärzten und auch noch Ergotherapeuten. Und die Behandlung, die Behandler suchen den Patienten jeden Tag zu Hause auf für mindestens 90 Minuten. Das ist mit dem Patienten abgesprochen.